Kenngrößen des Bogens und warum man sie kennen sollte. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es um Kenngrößen des Bogens, die in der einen oder anderen Weise wichtig sind. In der einen Weise deshalb, weil sie halt dazu führen, bestimmte Kenngrößen davon dazu führen, dass der Pfeil immer gleich aus dem Bogen rausgeht, dass ich immer dasselbe Pfeilverhalten habe. Andererseits sind es diverse Kenngrößen, die die Kaufentscheidung möglicherweise mit beeinflussen, wenn sie euch wieder mal einen neuen Bogen kaufen möchtet. Ich werde es jetzt so Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Holt euch sicher selber einen Kaffee oder so. Wenn ihr den einen oder anderen Punkt davon schon kennt, schon Bescheid wisst, einfach aufs Inhaltsverzeichnis unten klicken und das entsprechende Kapitel, was euch halt noch zusätzlich interessiert, anklicken. Gut, dann starten wir. Punkt Nummer 1 und mit zu den wichtigsten Kenngrößen vom Bogen ist einfach die Standhöhe. Die Standhöhe, ihr seht es schon, wird gemessen vom tiefsten Teil im Griffstück im rechten Winkel zur Sehne. Idealerweise checkt ihr euch, wenn ihr es noch nicht habt, zu einem Checker, weil den braucht ihr noch auch eben für so Geschichten wie Knockpunkt, eventuell zum Tiller messen, ist einfach praktisch, wenn man das mit hat. So, warum ist die Standhöhe jetzt wichtig? Die Standhöhe hat doch Einfluss darauf, einerseits mit was für einer Geschwindigkeit der Pfeil aus dem Bogen rausgeht, andererseits auch darauf, wie das Handling vom Bogen ist. Da könnt ihr euch merken, höhere Standhöhe führt in aller Regel zu einem langsameren Pfeilflug, dafür ein bisschen ein besseres Handling, ein bisschen ein ruhigeres Schussverhalten vom Bogen. Eine niedrige Standhöhe führt eben zu mehr Pfeilgeschwindigkeit, macht den Bogen im Abschuss aber ein bisschen giftiger, macht das Handling ein bisschen schwieriger. Warum komme ich bei einer höheren Standhöhe zu einer geringeren Pfeilgeschwindigkeit? Einfach deshalb, weil dieser Beschleunigungsweg kürzer wird. Das heißt, der Pfeil geht früher aus dem Bogen raus, bevor er noch die volle Kraft hat. Diesbezüglich ist es ja so, mit einer höheren Standhöhe wird an sich das Zuggewicht sogar ein bisschen höher, minimal, einfach weil bei einer anderen Standhöhe ist die Sehne natürlich kürzer und bei einer kürzeren Sehne, durch das, dass die Sehne im Winkel nach hinten gezogen wird, werden die Wurfarme mehr gebogen, dadurch kriege ich ein bisschen mehr Zuggewicht auf die Finger. Ich kriege aber in aller Regel trotzdem eben weniger Pfeilgeschwindigkeit, weil eben der Beschleunigungsweg kürzer ist. Wenn man es genau wissen will, muss man es einfach auswägen und dann mit einem Speedometer ausschießen. Dann sieht man, wie sich bei seinem jeweiligen individuellen Setup eben die Pfeilgeschwindigkeit und das Zuggewicht im Verhältnis mit der Standhöhe zueinander verhalten. Ich habe irgendwo einmal ein Video dazu gemacht, wo ich mir das eben für mein Setup ausgeschossen habe. Ich habe es euch irgendwo verlinkt. Schaut es euch einmal an. Für euch stellt sich jetzt natürlich die Frage zum einen, was für Standhöhe brauche ich, woher weiß ich das, gibt es da irgendwelche Richtwerte? Zum anderen, wie stelle ich die Standhöhe ein? Prinzipiell ist es so, die Standhöhe ist in den meisten Fällen, wird einmal vom Hersteller Empfehlung gegeben. Das heißt, der Hersteller sagt, bei meinem Bogen XY empfehle ich eine Standhöhe von Hausnummer 8 Zoll oder 8 bis 9 Zoll. Meistens habe ich da so eine Distanz, also so einen Toleranzbereich von 1 Zoll, innerhalb dessen ich mich laut Hersteller Empfehlung bewegen kann. In den allermeisten Fällen, wenn ihr innerhalb von dieser Angabe vom Hersteller schießt, werdet ihr ein relativ gutes Handling haben, einen relativ guten Pfeilflug aus dem Bogen rausbringen. Und ihr könnt es halt dann probieren, ist jetzt vielleicht besser am oberen Ende von dieser Empfehlung, am unteren Ende, oder geht es vielleicht sogar über diese Empfehlung hinaus. Wenn ihr keine Herstellerangabe findet oder der Hersteller halt keine Empfehlung gibt für die empfohlene Standhöhe, dann gilt einfach die Bogenlänge dividiert durch 3. Also die Bogenlänge in Zoll dividiert durch 3 ist so eine Faustregel als Richtwert für die Standhöhe, eben aber dann in Zentimeter.
Das heißt, wenn ihr jetzt habt, einen Bogen mit, weiß nicht, was geht leicht zum Rechner, 60 Zoll Länge, dividiert durch 3, dann könnt ihr einfach einmal eine Standhöhe von 20 cm probieren. Habt ihr wieder ein bisschen ein Spiel, kann man sagen, plus minus 1 cm. Und innerhalb von diesem Bereich werdet ihr in den meisten Fällen eine relativ passable, eine relativ gute Standhöhe finden. Das so als grobe Richtlinie, als grobe Faustregel. Ihr seht daraus resultierend eben auch schon, dass die Standhöhe umso größer wird, je länger der Bogen wird. Einfach je länger der Bogen ist, desto länger wird auch die Sehne, je länger die Sehne, desto mehr Standhöhe brauche ich, damit das Ganze nicht allzu sehr durchschlagt. Zum einen, dass man die Sehne nicht auf die Hand schlagt, zum anderen halt einfach deshalb, dass der Pfeil schön aus dem Bogen rausgeht. So, einstellen, teilt ihr die Standhöhe, einfach indem ihr die Sehnenstränge miteinander verdreht. Wenn ihr die Sehnenstränge mehr miteinander verdreht, wird die Sehne kürzer, das heißt, ihr kriegt eine höhere Standhöhe, macht die Sehne auf, wird die Sehne länger, kriegt ihr logischerweise weniger Standhöhe. Prinzipiell sagt man so, ein grober Richtwert, Sehnen sollten mindestens 10-mal bis maximal 60-70-mal eingedreht werden. Ja, das ist einfach so der Richtwert. Wenn sie dann noch immer nicht auf die passende Standhöhe kommt, ist euch eine Sehne einfach zu lang oder zu kurz. Wichtig ist, dass ihr jedes Mal, bevor ihr zum Schießen anfängt, und vor allem dann, wenn ihr eben die Sehne abgespannt gehabt habt und dann im Bogen wieder aufspannt, diese Standhöhe nachmisst, dann macht ihr einmal ein paar Schüsse, dann messt ihr wieder nach, macht wieder ein paar Schüsse, messt noch einmal nach und natürlich, wenn es nicht passt, zwischendurch einstellen und dann solltet ihr das so weit gesetzt haben, dass die Standhöhe passt und stabil bleibt. Es ist generell so, bei ganz neuen Sehnen müsst ihr noch öfter nachdrehen. Wenn die Sehnen schon länger gebraucht sind, quasi schon eine Endlänge erreicht haben, müsst ihr es trotzdem noch neu aufspannen, meistens 2-3 Mal nachdrehen, weil sie einfach diese Sehnenstränge näher aneinander anlegen, auslegen. Das heißt, da kann es immer sein, dass sich die Standhöhe trotzdem noch verändert. Das heißt, das immer schauen, Bogenschießen immer mit derselben Standhöhe. Und wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, wenn ihr schon ein bisschen ein Gefühl dafür habt, wie sich das alles verhält bei euch, könnt ihr ruhig einmal spielen und so verschiedene Standhöhen ausprobieren und schauen, mit was für einer Standhöhe, dass ihr da vielleicht ein bisschen ein besseres oder ein bisschen ein schlechteres Ergebnis bekommt. So, zweiter Punkt ist die Bogenlänge. Die Bogenlänge ist ein bisschen schwierig, weil es kann sein, dass zwei Bögen, die beide mit 68 Zoll Bogenlänge angegeben sind, nicht gleich lang sind. Das ist deswegen so, weil die Bogenlänge wird nach ATA, ATA ist dieser Archery Trade Association Standard, an dem sich die meisten Bogenbauer, Bogenhersteller orientieren. Und nach ATA wird eben die Bogenlänge so definiert, dass der Bogen um 3 Zoll länger ist als die für ihn passende Sehne. Und die Sehne ist für den Bogen wiederum dann passend, wenn mit der Sehne die vom Hersteller empfohlene Standhöhe erreicht wird, wobei sich das auf eine nicht eingedrehte Sehne bezieht. Das heißt, wenn euch ein Bogen jetzt dann mit beispielsweise 68 Zoll Bogenlänge angegeben ist und ihr teilt eine 65 Zoll Sehne drauf, solltet ihr genau die Standhöhe haben, die vom Bogenhersteller empfohlen wird. Sehnenlänge dann eben von Öhrchenende zu Öhrchenende gemessen. Ja. Ist einfach so und nach dem orientieren sich die Hersteller und geben die Bogenlänge an. Das heißt, es kann sein, dass zwei Bögen mit derselben Bogenlänge eigentlich unterschiedlich lange sind. Allerdings ist es so, dass in aller Regel ein 66 Zoll Bogen trotzdem kürzer ist wie ein 68 Zoll Bogen, außer es sind halt ganz extreme Standhöhenunterschiede. Könnt ihr einfach einmal schauen, was auf euch am Bogen draufsteht, was die Herstellerempfehlung ist und dann könnt ihr einmal probieren, ob das so stimmt oder nicht. Das ist jedenfalls das, wie nach Archery Trade Association die Bogenlänge eruiert, gemessen, angegeben
wird ein Wanderbogen halt nicht nach diesem Standard gefertigt ist. Bei einem Langbogen ist es dann oft die gesamte Bogenlänge. Bei traditionellen Bögen wird es oft so gemacht, dass so entlang diese Biegungen mit einem weichen Maßband gemessen wird und die Bogenlänge sich halt dann auf das bezieht, muss man halt dann jeweils eruieren. So, die Frage ist jetzt natürlich, was für einen Einfluss hat die Bogenlänge aufs Bogenschießen, was ändert sich dadurch? Da ist es prinzipiell so, dass, und das bezieht sich aber jetzt immer darauf, dass eben die Bauweise, die Konstruktion vom Bogen und das verwendete Material ansonsten identisch bzw. vergleichbar ist. Und dann ist es einfach so, dass ein längerer Bogen logischerweise ein bisschen mehr Masse hat und dadurch auch ein bisschen ruhiger im Schuss steht. Und je nachdem jetzt diese Gesamtkonstruktion ist, durch dieses Mehrmasse, ist es dann auch oft so, dass er ein bisschen weniger Leistung auf den Pfeil kriegt. Das heißt, der längere Bogen steht ein bisschen ruhiger, ist im Abschuss ein bisschen ruhiger, bringt man ein bisschen weniger Leistung auf den Pfeil. Wichtig aber das mit der Bogenlänge und die Unterschiede in der Leistung bzw. auch in dieses mehr Schussruhe bezieht sich halt immer darauf, dass die Materialien und vor allem die Bauweise miteinander vergleichbar sind. Also, weiß ich nicht, 68 Zoll oder 70 Zoll Langbogen, der halt trotzdem wenig Bogengewicht hat, wird sich immer noch unruhiger bzw. mit mehr Handschuh schießen zum Beispiel. Also wie vielleicht ein 64 Zoll Recurve-Bogen mit einem schweren Metallmittelteil und weiß nicht, Carbonwurfarme oder was auch immer. Das heißt, man muss da immer wirklich selbe Konstruktion und selbes Material miteinander vergleichen, um sagen zu können, ja, der lange Bogen schießt sich ruhiger. Was natürlich ein Punkt ist, ist, dass bei unterschiedlichen Bogenlängen ändert sich dann bei selber Auszugslänge dieser Winkel, den ich da hinten habe und der meine Finger einquetscht. Je kürzer der Bogen ist, weil eben kürzere Sehne und dadurch werden die Wurfarme mehr zurückgebogen, kriege ich da einen immer engeren Winkel und ja, dann kann es halt sein, dass die Finger irgendwann schon ein bisschen gehandicapt sind beim Lösen quasi, ist aber dann eher bei sehr kurzen Bögen der Fall. Aber dieser Winkel ändert sich eben. Das ist einfach das, was bei unterschiedlicher Bogenlänge passiert. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Einfach das Gesamtgewicht vom Bogen. Hängt natürlich, wie ihr gerade gehört habt, zum einen von der Bogenlänge ab, aber natürlich auch vom Material. Also der kleine, kurze Kunststoffkinderbogen ist natürlich wesentlich leichter als wie mein Metallmittelstück mit Zusatzgewichte oben etc. Und da ist es halt einfach wieder so, je schwerer der Bogen ist, desto ruhiger steht er prinzipiell im Schuss, desto weniger Bewegung habe ich drinnen, desto ruhiger kann ich erzielen und halten, weil natürlich mehr Masse reagiert wesentlich träger auf irgendwelche Armbewegungen etc. Deswegen werden, wenn es ums Präzisionsschießen vor allem geht, eher schwerere Bögen geschossen und keine extrem leichten Bögen geschossen. Prinzipiell ist es aber dann natürlich so, dass ich schauen muss, okay, mit was für einem Bogengewicht oder bis zu was für einem Bogengewicht komme ich klar damit und wo ist dann der Punkt, wo mir das einfach vielleicht dann nur psychologisch zu schwer wird oder halt auch wirklich real zu schwer wird und ich merke, okay, das ist mein Haltenarsch, mir fehlt die Muskulatur etc. Das muss ich halt für mich dann rausfinden. Aber prinzipiell eben, mehr Masse ist mehr Schussruhe. Das flutscht alles ein bisschen besser und steht ein bisschen ruhiger im Schuss. Da ist es so, wenn ihr eher schwerere Bögen bevorzugt, dann werdet ihr mit den einteiligen Bögen in der Regel nicht wirklich viel finden, was da eure Anforderungen erfüllt, außer ihr könnt euch irgendwo Bögen machen lassen oder kriegt zwar, wo halt schon eventuell Gewichte ins Mittelstück eingearbeitet sind oder halt nur extrem schwere Hölzer verarbeitet worden sind. Ansonsten habt ihr mehr Chancen für schwerere Bögen mit Deckdown-Bögen. Aber wie gesagt, einfach rausfinden, einfach einmal probieren, unterschiedliche Bogengewichte zum Schießen, dann seht ihr eh, was euch mehr und was euch weniger taugt.
Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich das Zuggewicht. Das werden die meisten von euch schon irgendwo einmal gehört haben. Das ist so ähnlich wie die Megapixel von der Kamera. Die meisten Leute glauben ja, je mehr Megapixel, desto besser die Kamera. Und je mehr Zuggewicht, desto besser schießt der Bogen. Das ist aber nicht der Fall. Prinzipiell, Zuggewicht ist natürlich so, je mehr Zuggewicht, das ich da hinten auf die Finger habe, desto mehr Kraft kommt vorn beim Pfeil an, desto mehr Pfeilgeschwindigkeit kriege ich. Voraussetzung ist aber natürlich immer, dass alle anderen Parameter, insbesondere der Pfeil, unverändert bleiben. Dann bringt man mehr Zuggewicht natürlich, mehr Pfeilgeschwindigkeit, ein bisschen eine flachere Flugbahn. Ihr wisst, wenn ihr meine Videos schon länger seht, wenn nicht, habe ich es euch oben verlinkt. Ich bin jetzt kein Freund von irgendwie hohen Zuggewichte. Ich bin ein Befürworter davon, das Zuggewicht so gerade nur so hoch steigen zu lassen, wie es wirklich unbedingt braucht, und Pfeilgeschwindigkeit über sämtliche anderen möglichen Parameter zu erreichen, einfach weil sie diese Fehler, die durch das hohe Zuggewicht gerne entstehen, in den meisten Fällen wesentlich stärker auswirken als dieser bisschen Vorteil, was ich eben mit der Pfeilflugkurve habe. So wichtig ist, ihr solltet das Zuggewicht auf eure Finger immer messen und euch da nicht auf die Herstellerangabe verlassen. Warum? Der Hersteller gibt das Zuggewicht von einem Bogen eben für Auszugslänge von 28 Zoll an, außer bei Kinderbögen, das sind meistens 25 Zoll, aber in der Regel eben Auszugslänge 28 Zoll. Und diese 28 Zoll sind eben ein Durchschnittswert. Je nachdem, wie euer Körperbau ist, wie groß, wie klein ihr seid und wo euer Ankerpunkt ist, kommen sie mitunter auf ganz andere Auszugslängen und dann kommen sie natürlich auch auf mehr oder weniger Zuggewicht. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass auch der Hersteller in der Zuggewichtsangabe schon eine gewisse Toleranz hat. Wenn die Bögen in 5 Pfund Schnitte verkauft werden, kann es euch passieren, dass ihr da 2-3 Pfund zum Teil weniger oder mehr kriegt, als was angegeben ist. Wenn es in 2 Pfund Schritte verkauft werden, ist die Toleranz ein bisschen geringer. Trotzdem immer nachmessen, auch wenn ihr wisst, dass ihr 28 Zoll Auszug habt, weil es kann sein, dass diese Zuggewichtsangaben oft einfach nicht stimmen, dass einfach beim Beschriften etc. Fehler passiert ist, dass das, was oben steht, nicht passt. Das heißt einfach immer Zuggewicht nachmessen. Das macht ihr einfach, indem ihr, das ist die einfachste Methode, am Pfeil einlegt. Ihr geht in Anker und bittet dann, dass euch eine zweite Person eben vorne, da bei der Bogenkante oder irgendwo bei einem markanten Punkt eine Markierung macht. Dann nehmt ihr euch irgendeine Zugwaage, Kofferwaage, genügt in den meisten Fällen. Wenn ihr es genau wollt, müsst ihr da ein bisschen was Teureres, was Besseres nehmen. Hängt die da hinten ein und zieht es dann noch einmal bis zu dieser Markierung aus und lässt dann das Zuggewicht ab. Aufpassen, wenn euch eine zweite Person beim Markieren hilft, steht ihr natürlich immer neben dem Pfeil und nie davor. Alternative ist natürlich, dass ihr da einen Karton oder Styropor oder irgendwas drüber teilt und dann eben mit dem da vorne auszieht. Das heißt, das rutscht dann vor. Und nachher könnt ihr noch einmal bis zu dieser markierten Stelle diesen Styropor, diesen Karton ausziehen. Funktioniert auch sehr gut. Dann wisst ihr euch ein Zuggewicht auf die Finger. Würde euch empfehlen, dass ihr das immer erstens ein paar Mal in Auszug geht, dass ihr wirklich diese Markierung habt, dass da keine Schlampigkeitsfehler etc. passieren. Und dann beim Messen auch ein paar Mal messt, dass ihr halt schaut, dass ihr da nicht irgendwo einen Messfehler reinkriegt. Prinzipiell und dieses Zuggewicht auf die Finger solltet ihr dann verwenden, falls ihr euch die Beinwerte für eure Pfeile einmal so überschlagsmäßig ausrechnen wollt, da solltet ihr immer mit Zuggewicht auf die Finger arbeiten. Das ist, soweit ich bis jetzt herausgefunden habe, einer von den häufigsten Gründe, warum das Beinrechner starke Abweichungen von dem, was dann wirklich geschossen werden kann, liefern. Wie gesagt, das Beinwertrechner natürlich immer nur Orientierungswert, aber wenn so ganz starke Abweichungen sind, ist es einfach häufig so, dass das falsche Zuggewicht auf die Finger zugrunde gelegen ist und dass es deswegen nicht passt. Also das können zum Teil wirklich starke Abweichungen sein, also ihr müsst euch das einmal überlegen, wenn zum Beispiel der Hersteller sagt, ja,
mein Bogen hat 30 Pfund bei 28 Zoll, dann komme ich drauf, okay, in Wirklichkeit hat er schon 33 Pfund bei 28 Zoll und dann zieht der Schütze nicht 28, sondern 29,5 aus und hat in Wirklichkeit 37 Pfund auf die Finger. Und ich rechne dann ins Beinwert mit 30 Pfund. Das ist schon relativ viel, um was das dann um ist. Also wenn dann irgendwelche anderen Angaben, wie zum Beispiel Spitzengewicht oder Sehne etc. nicht genau gemacht werden, plus zu den ganzen anderen Unwägbarkeiten, ja, ist das natürlich schon eine enorme Abweichung, die sich daraus ergeben kann. Aber wie gesagt, Zuggewicht hat eben den Vor- bzw. Nachteil, Vorteil, dass ich mehr Pfeilgeschwindigkeit kriege, wenn alle anderen Parameter unverändert bleiben, insbesondere das Pfeilgewicht. Den Nachteil eben, dass ich mir mehr Fehler einhandle. Einfach das Video dazu anschauen und dann überlegen, wie viel Zuggewicht das ihr wirklich haben wollt. Gut, dann haben wir jetzt eben gehabt die Standhöhe, die Bogenlänge, das Bogengewicht und eben das Zuggewicht. Über den Tiller könnte man auch reden, aber ich glaube, da mache ich ein extra Video dazu und über die Bogensehne sollte man auch noch reden. Da mache ich aber, glaube ich, auch ein extra Video noch einmal dazu. Ich würde es jetzt einmal bei diesen vier Parameter lassen, weil das ist halt wirklich nur Bogen und Tiller kann man sowieso nicht bei allen Bögen ändern. Von daher spielt es nicht so eine große Rolle, Tiller generell nicht so eine große Rolle. Also ich lasse damit einmal gut sein und wie gesagt, dann irgendwann in den nächsten Videos wird es eben um Tiller und eins um die Sehne drehen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch allens Gold, allens Blatt. Viert euch, macht es gut, bis bald.